Herzlich willkommen auf Multikulti Champions Our Laser. Und wo finden wir uns wieder? Richtig, im Keller. Ja, was ist hier los? Dachte eben schon. So, Leute, wir hatten ja das Problem mit dem Hebel. Ich war beim Baumarkt und habe die schönen Schrauben hier gekriegt. Ja, leider gibt es die nicht als Imbus. Aber egal, die passen. Ich habe das geschätzt. Ehrlich, geschätzt. Und richtig geschätzt. Und da fiel mir gerade was runter. Aber das ist ja egal. So. Ja, habe ich richtig geschätzt. Und ich habe den hier schön sauber gemacht, wie man sehen kann. Ja, so ein bisschen Späne ist da noch, aber das werde ich nachher noch mit dem Tuch machen. Ja, ich habe die Schraube rausgekriegt. Wie man sieht das richtig scheiße aus. Und ich bestätige es, es sieht scheiße aus. Und es sieht auch aus, als hätte man sich keine Mühe gegeben. Das stimmt nicht. Ich muss dazu sagen, die Schraube hat sich übelst lange gewehrt. Ich habe erstmal mit einem versucht, den Schlitz reinzumachen. Das ging nicht. Man sieht hier so die Schleifkanten. Ich bin mit dem Drehmehl also schon hier gegengekommen. Das ging nicht. Die Schraube war zu weich. Also musste ich ein Loch bohren. Habe ich genau mittig ein Loch gebohrt. Habe dann mit einem Torx-Schraubenzieher reingehauen und versucht, die Schraube damit zu lösen. Ging auch nicht. Die hat sich richtig festgerottet mit dem Material. Und dann habe ich einen größeren Bohrer genommen. Und die Schraube ist da immer noch an den Wänden. Das ist so krass. Und so ein neues Gewinde, so ein Z, das habe ich leider nicht. Das müsste ich mir kaufen. Das ist mir leider zu teuer. Und das sehe ich auch nicht ein. Und deswegen habe ich das mit einem Schraubenzieher rausgehauen, soweit es ging. Und die Schraube greift ab hier unten, der Hälfte ungefähr, greift die Schraube wieder mit dem normalen Gewinde. Und deswegen geht das so. Ja, das brauche ich jetzt wieder ran. Und dann, so, und dann geht das los hier, ne? Dann mache ich weiter. Dann wird heute die Bremse gemacht. Den Ständer baue ich heute an. Der ist ja noch da drinne. Das heißt, ihr könnt euch das mal kurz angucken, wie das aussieht. Vor und nachher so mäßig. Und zwar haben wir da die erste Aufnahme. Hier kommt die erste Schraube ran und da hinten die zweite. Oh, könnt euch das mal angucken, wie es so aussieht. Und ja, so sieht das jetzt noch aus. Und wenn wir uns wiedersehen, ist der Ständer dran. Ja, Bremsen lüfte ich in der Zeit jetzt auch. Habe ich einiges vor. Und ich werde jetzt mal loslegen. Also wir sehen uns dann später wieder. Hey Leute, da bin ich wieder. Gute Nachricht. Tada, schaut das nicht schön aus? Mit den neuen Schrauben. Schniek, ne? Richtig schön. Bremse funktioniert. Ne? Baut Druck auf. Richtig klasse. Hinten schön entlüftet. Da sieht man keine einzige Blase mehr. Da die ist ja schon die ganze Zeit. Ja. Super, ne? Geil. Aber wisst ihr was? Dann dachte ich mir so, ey, wenn du schon die Schrauben hast, kannst du sie auch gleich auf der anderen Seite austauschen, ne? Auch alles okay, ne? Nix los. Nee, ne? Guckt euch das an, Alter. Ey, ich hab echt, ich weiß nicht mehr weiter, Leute. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, am liebsten würde ich den Roller so stehen lassen, den Krempel nicht aufräumen, sondern einfach nur reinschmeißen, bei der Müllabfuhr anrufen und sagen, ich habe einen Keller voll mit Müll, 50 Euro, einmal abholen, alles raus. Werkzeug, alles, scheiß drauf, alles weg, scheiß drauf. Ich habe auf diesen Roller echt keinen Bock mehr. Was geht denn ab? Wieso bricht denn diese nagelneue Schraube da ab? Oh. Wir sehen uns wieder. So, Leute. Ich habe mich beruhigt. Ich habe es wieder hingekriegt. Ist wieder fest. Ich konnte sie Gott sei Dank leicht mit der Zange fassen und dann drehen. Bremse ist auch befüllt. Ich habe hier Druck drauf. Hinten ebenso. Baut sich Druck auf. Ist super. Ja, was habe ich noch gemacht? Dafür gehen wir mal runter. Ich habe hinten die Bremsscheibe wieder drauf gesetzt und den Bremssattel. Lässt sich ein bisschen schwer drehen, muss ich sagen. Also ich brauche schon echt viel Kraft, um das zu drehen. Ich hoffe, das liegt wirklich nur an den neuen Bremsbacken. Ja, den Ständer habe ich installiert. Da ist das schöne Stück. Wie man sieht, da unten ist die Platte, die war so wichtig.
befestigt mit Kontermutter, Springring, damit sie sich nicht lösen. Schön dick festgeschraubt. Ja. Eine Feder schon dran. Ich mache jetzt den Reifen dran. Und dann war es das für heute. Ich habe noch eine gute Nachricht, Leute. Die zeige ich euch morgen, weil es regnet gerade draußen übelst. Und ich habe keinen Bock, dass meine Kamera kaputt geht. Wartet bis morgen ab. Ja, ich mache jetzt hier fertig. Reifen ran. Und dann mache ich Schluss heute. Und dann wäre es endlich geschafft. Bremsen sind hinten gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Man sieht da schön auch, wie die Bremsen drauf sind. Vielleicht müssen die sich auch erstmal einbremsen. Ja, das ist fertig. Das ist fertig. Ja, die ganze Verkleidung muss noch ran. Das ganze Chaos hier muss noch aufgeräumt werden. Ich bin happy, dass die Bremsen vorne und hinten fertig sind. Der Ständer dran ist. Sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Jetzt kommt gleich der Reifen dran. Dann kommen die ganzen Halter runter. Und dann ist schon fast das Finish da. Gut, Leute, das war's wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Manchmal muss man ein bisschen ausrasten, um sich wieder zu beruhigen. Ich bin's, euer Laser. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.